Klassische Situation, Büroräumlichkeiten heisst heute Quote da rein aufzeichnen. Problem ist, wir haben Bildschirm, wir haben Kunstlicht, wir haben Tageslicht, unterschiedliche Lichtwärmen. Und darum zeigen wir euch, wie das aussieht von dem Beispiel. Wusch! Auf das Beispiel. Hi, Nicola Euler. Das ist der Philipp. Spar. Das Problem oft in so Räumen ist, wir haben Mobiliar drin und irgendein Gewusel, irgendwelche Flipcharts, Kübel. Würde ich sagen, ja, fangen wir mal wieder an. Jetzt brauchen wir da hinten noch ein Pflänzchen. Die Idee wäre so ein bisschen das Quotenpflänzchen. Was wir jetzt hier noch machen können, ist vielleicht noch ein bisschen vorkommen, dass mir der Abstand von der Kamera zur Person näher ist als zum Hintergrund. Also wichtig ist, zuerst Position suchen, wie dass man das Ganze aufzeichnet. Kameraposition, Sitzposition und dann am Schluss gehen wir ans Licht an. So ein Interview-Setting baut man eigentlich so standardmäßig auf mit einer 3-Punkt-Belichtung. Wir haben ein Keylight oder auch ein Hauptlicht. Dann hat man auf der gegenüberliegenden Seite ein sogenanntes Fill-Light, dass ich jetzt nicht so ganz dunkel bin hier. Wir haben ja hinten im Bild quasi die Lampe, die schon im Raum steht. Die können wir quasi nehmen als Täuschung. Also das heisst, dass wir das Licht verlängern. Das Licht verlängern wir. Oder? Dann hast du wirklich eine Spitze. Aber dazu hast du aber das Gefühl, es ist von dem Licht. Vielleicht kann ich noch schnell etwas sagen zum Weißabgleich. Wir haben jetzt hier 5400. Wir können euch vielleicht so schnell zeigen, was passiert, wenn man den Weißabgleich verstellt oder falsch ist. Das macht jetzt gerade unsere Kameradame, Mayra Ziegler, vielen Dank. Genau, jetzt sehen wir, dass auch das Licht hier immer wärmer wird. Und weil das unser Kunstlicht innen eh schon recht warm ist, wird es noch viel wärmer. Wenn wir jetzt mal in die Gegenrichtung gehen, wird das Ganze kälter. Genau. Und darum machen wir einen gesunden Mix und sind etwa bei 5400. Ich würde sagen, wir haben gerockt, oder?